Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja. Also wir haben das ein oder andere zu tun noch. Guck mal, machen wir gleich noch ein paar Iridium-Dinger. Dann haben wir schon wieder 10 Barren. Das ist gut. Okay, die Hühner machen wir noch eben. Und dann wollte ich mich eigentlich mal voll und ganz drauf konzentrieren, zumindest mal die nächsten... Nein. Zumindest mal die nächsten... Ich auch gar nicht. Egal. Die nächsten Stufen der Dings zu machen, der unserer Stelle und eben das Community Center wieder fertig machen. Dafür, warte mal, genau, das hier, die könnten wir abgeben. Genau, ich würde sagen, das machen wir auch gleich mal. Ach, verdammt, jetzt habe ich ganz vergessen. Ach, egal. Genau, dann werde ich mir nämlich auch gleich mal aufschreiben, was wir so noch brauchen fürs Community Center. Und mich mal langsam dran machen, dass wir das fertig machen. Wäre nämlich echt eine coole Sache, wenn wir das mal langsam fertig kriegen würden. Genau, das Let's Play wird dann nicht mehr allzu lange gehen, so wie ich mir das jetzt ausgerechnet habe, also noch... 10 Tage, also, ja, okay. Ist halt die Frage, vielleicht führe ich es auch weiterhin noch fort. Ich muss mal gucken, wie es dann letztlich ausschaut. Vielleicht, wenn The Witcher zu Ende ist, beginne ich wieder mit Stardew Valley. Sozusagen als Ausgleich. Könnte man machen. Muss mal gucken. So, Chef's Bundle. Da brauchen wir Poppy. Und Fried Egg, Truffle, Fiddlehead Farm, Maple Syrup. Hier. So, habe ich was zu schreiben? Gut. Schreiben wir mal auf. Maple Syrup. Maple Syrup. Dann Fiddlehead Farm. Fiddlehead Farm. Truffle. Marky Roll. Chefs Bundle, ich weiß gar nicht, wo der Chef sein soll. Man kriegt ja Friendship mit dem Chef dann. Aber wer ist der Chef? Noch ein Fried Egg. Okay. Dann Futter Bundle. Haben wir davon gleich mal 10 rein, dann brauchen wir noch 10 Wheat. 10 mal Wheat und 3 Äpfel. Und dann brauchen wir noch Enchanters Bundle, einen Rabbit's Foot. Und eine Pomegranate. Genau, dann brauchen wir noch ein Chop, warte, den habe ich dabei. Tada! Okay, was gibt's dafür? Eine Recyclingmaschine, ist ja nicht so, als hätten wir davon nicht schon genug. Genau, und Farbbundle, brauchen wir noch Red Cabbage. Ich glaube, das rote Beete, bin mir aber nicht sicher. Dann eine Duck Feather. Und ein Sunflower, die haben wir dabei. Gut. Und gut, das war's hier erstmal. Und da haben wir da oben natürlich noch etwas hier. Mal, hier brauchen wir noch Spring Crops, einmal grüne Bohnen.
Mhm. Und Animal Bundle, da packen wir gleich mal das große Ei rein. Brauchen wir noch, ein großes braunes Ei, eine große Milch. Und Wolle, Duck Egg. Duck Egg ist auch noch relativ leicht zu besorgen. Brauchen wir bloß eine ausgewachsene Ente. Und Large Goat Milk. Beziehungsweise Wolle. Okay. Dann können wir uns da wirklich dran machen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was uns so... genau. Wir gucken mal zu Robin, was uns denn die Ausbaustufen für unser Slocked. Nein, nein, jetzt geht's auf. Okay. Construct Farm Buildings. Wir könnten eine... Well, sounds like much Big Coop. Zum Beispiel. Und wir haben eine Big Barn. Ach, beides bezahlbar. Absolut ohne Probleme. Ach, halt, ich wollte noch... Ach, egal. Brunnen ist jetzt nicht so wichtig. Hätte ich nämlich hier einfach so aus Ziergründen vielleicht noch bauen lassen. Wäre jetzt nicht so das Problem. Genau, dann holen wir jetzt erstmal Holz und Steine. Und lassen sie gleich mal beginnen. So, das nehmen wir auch noch mit. Winterroot sieht man auch gerne. Genau, ich glaube, Holz und Steine haben wir eigentlich genug, ne? So, das nehmen wir mit. Grape Jelly. So, mal Holz und Steine müssten hier drin sein. Ja. Holz und Steine. Genau, dann verkaufen wir gleich mal den ganzen Müll, den wir noch so haben. Das hier, na, das nicht. Das hier und das hier. So, und dann geht's zurück zu Robin. Na, guck mal, vielleicht haben wir hier noch was. So Fledermäuse. Nein. Ach, ich wünsche mir echt, ich hätte die Pilzdinger genommen. Aber naja, ist jetzt halt zu spät, ne? Pilzdinger werfen mich echt wesentlich mehr ab. Ach so. Ach, egal. Das hier nehmen wir noch mit. So. Liebe Robin, ich hätte gerne eine Big Coop erstmal. Build. So, müssen wir einfach genau. Wir tun die einfach upgraden. Und morgen fängt's ein. Geht dann auch recht zackig. Genau, jetzt wollte ich mal gucken, was die Market Roll, ob wir die schon machen können. Wenn ja, was wir dafür brauchen. Ich glaube, dafür brauchen wir Seaweed. Dann können wir nämlich gleich nochmal im Meer ein bisschen fischen gehen. Ein bisschen Seaweed rausholen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und... Genau. Das Fried Egg. Können wir auch mal gucken. So, gucken wir mal. Wir brauchen einmal Fried Egg. Ha, perfekt. Und hier, Monkey Roll können wir auch machen. Brauchen wir irgendeinen Fisch und Seaweed. Okay. Dann gehen wir mal ins Meer ein bisschen fischen. Und foragen können wir da auch gleich noch. Klar, und unsere Crab Pots mal wieder leer machen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Seht ihr mal. Genau,
In die Mine unten zu gehen macht jetzt auch relativ wenig Sinn, weil wir keine Farm-Totems mehr haben. Also wir können uns nicht mehr zurück zur Farm beamen. Das heißt, wir könnten schon in die Mine gehen, aber dann müssen wir halt echt rechtzeitig wieder raus. Und naja, bringt's halt irgendwie nicht so. So, Mixed Seeds. Kann auch nicht so oft. Eine Nautilus Shell. Noch ein paar davon. Was ist das? Glass Shards. Hatten wir die schon? Ja, hatten wir schon. Können wir verkaufen. Hier gibt's auch jede Menge Zeug. Doch, noch ein paar Würmer. Gibt's echt viel Zeug. Hör mir auf. Könnten wir auch ein paar Beach Totems wieder bauen, wenn wir lustig sind. Korallen und Seesterne und was nicht alles, ne? Was nicht alles. So, dann machen wir unsere Crab Pots nochmal leer. So. So. Und dann schmeißen wir die Angel mal aus. Wir waren echt schon eine Weile nicht mehr angeln, ne? Hat's ja mal wieder Zeit. Okay. Ein Hering. Ein Hering. Oh, wir sind voll. Sowas aber auch. Komm, den einen Clay können wir rausschmeißen. Und die Glasschatz bringen, glaube ich, auch nicht viel. So, stecken wir den Hering mal ein. Wir brauchen aber echt Seaweed. Da ist es, unser Seaweed. Wunderbar. Dann können wir die Marquee Roll machen. Und lasst mich überlegen, ob wir noch irgendwas machen können. Wir schauen nochmal schnell bei Mani vorbei und kaufen ein paar Kühe. Machen wir auch gleich voll den Stall. Ja, okay, Geld sollten wir genug dafür haben. Dann können wir nämlich da gleich weitermachen das nächste Mal beim Ausbauen. Hallo, Money! Wir gucken erstmal. Nita würde ich noch. Achso, kein Platz. Das ist doof. Share, den Milkpot brauchen wir auch noch. Aber vorerst eigentlich nicht. Warte mal. Purchase Animals. Kühe für 1500, also eigentlich relativ günstig. Jetzt müssen wir halt bloß auch dran denken. Schoko, okay. So, Purchase Animals, noch eine Kuh. So, Ream. Auch gut. So, Purchase Animals, noch eine Kuh. So, Frikika. Ist auch okay. Purchase Animals, noch eine Kuh. Da haben wir 6000 für Kühe ausgegeben. Ich sag mal, mit der Milch allein sind die schon relativ schnell wieder drin. Schneller, okay. So, dann schmeiß ich mal diese zwei Heustücke weg, auch wenn gerade Winter... Ne. Ich kann noch mehr Kühe kaufen. Nee. Mich schon gewundert. Also nicht. Ach, meine Angel hier ausschmeißen. Supply Shop. Kaufen wir gleich noch einen Heater. Und passe auf, den einen Hering schmeiße ich auch gleich weg. Kaufen wir nämlich gleich den Milk Pot, Milk Pail auch. Da müssen wir nicht nochmal zum Mani. Weil Kühe wollen gemolken werden. Das ist wichtig, dass man die zweimal am Tag melkt.
Ach so. Kein Platz mehr im Inventar. Genau, Kühe müssen zweimal am Tag gemolken werden. Ganz wichtig. Steht auch so im Gesetz im Deutschen. Übrigens. So, nur mal so als kleine Randinfo. Weil die sonst nämlich wirklich Schmerzen im Euter haben. Kriegen. So, natürlich alle streicheln. So, dann stellen wir hier mal den Heater rein. Ich weiß gar nicht, ob wir den brauchen hier. Aber Schaden hier können wir natürlich auch nicht. Genau, wir könnten noch Käsemaschinen bauen. Kostet uns, ja, können wir uns leisten ohne Probleme. So, gefüttert wollen die natürlich auch werden. So, im Frühling ist dann nicht mehr so wichtig, da können wir sie rauslassen. Jo, wir gucken erstmal. Genau, jetzt mache ich erstmal das Inventar leer. Dann bauen wir noch ein paar Käsemaschinen. Oh, unser Diamant ist auch fertig, schön. So, das. Was brauchen wir? Das hier. Okay. Das mal so hoch. Und das hier. Und sieht so aus, als wäre es das. Dann können wir die hier noch da aufstellen. Können wir nicht. Okay. Weiß nicht warum, aber es geht nicht. Ja, kommt hier rein. So, das da rein und das da rein. Das nehmen wir die beiden auch. Dann machen wir nochmal Kupfer. Weil wir jetzt nämlich gleich ein bisschen was davon brauchen werden. Okay, dann brauchen wir noch Kupfer und Hardwood brauchen wir auch noch. Ja. Das war viel. So. 1, 2, 3, 4. 4-mal ist super. Dann können wir das wieder da rein. Das hier, das hier, das hier. Einmal ordnen. Und oh, ich glaube, das passt dann. Haben wir noch Diamanten? Oh ja, da sollten wir wieder einen einlagern. Ach, das Iridium-Erz lagern wir auch ein. Genau, dann gehen wir wieder in den Kuhstall. Stellen die Käsemaschinen auf. So, warte mal. Käse. 1, 2, 3, 4. Da stellen wir die dann hin. Können wir eigentlich alle hier so schön untereinander, ne? Stehen sie noch irgendwo im Weg? Das Ding stelle ich doch nochmal woanders hin. Stellen wir mal hier unten hin. Okay. Dann machen wir noch die Marquee Roll. Oh, guck mal. Alles fertig hier. Auch schön. Machen wir doch gleich nochmal ein bisschen Kupfer. Das kommt da rein und... Achso, nee, genau. Passt schon. Nehmen wir mal die mit und die mit und die mit. Und machen nochmal 10 davon. Genau, dann machen wir noch die Marquee Roll. Platzieren die Sprinkler. Das da rein, das auch. Marquee Roll. Genau, das packen wir in die Kiste. Och, langsam wird es echt ein bisschen kompliziert. Viel vorgenommen heute. Nee, nicht in die Kiste. In die Kiste, genau. Das und das. Das kann ich auch gleich mal abzeichnen. Wenn ich es finde. Marquee Roll Fried Egg. Okay, dann platzieren wir noch die Sprinkler. Könnten wir, na wie?
Okay, dann müsste ich den hier nochmal... Ja, doch, können wir machen eigentlich. So. Und... So. 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 Machen wir das auf die andere Seite auch nochmal. 1, 2. So. 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 Und so. Ja gut, brauchen eh noch ein paar. Dann mache ich die hier nämlich noch einen höher. Die Wege. Mustern. Sonst kriegen wir die Felder nicht richtig dahin. So. Hier natürlich genau dasselbe. Ach so, ja, klar. Na, wollte ich gar nicht. So. Na, was denn? So. Da kam eine SMS. Die muss ich auch gleich lesen. Ja, gut, gleich, ne? So. Dann das hier, das jetzt. Irgendwas hat geplätschert. Und ja. Das packen wir mal dahinter. Den Milchpott hier hin, das dahin. Okay. Ich würde sagen, dann sind wir für heute auch wieder durch. Haben wir wieder was geschafft heute. Dann können wir ins Bett gehen. Ups. Okay, wir haben gemacht Farming. Ja, hauptsächlich die Mayonnaise. Grape Jelly hat auch was gebaut. Oh ja, wir müssen das neu belegen. Ich glaube, dann könnten wir auch nochmal so ein paar Preserve Jars bauen. Ja, klar. Wieso eigentlich nicht? Können wir machen. Ich habe auch schon einen Ort, wo wir... Genau. Ja, ich habe was, wo wir das hinstellen können. Dann haben wir noch Foraging. Ja, haben wir auch eine ganze Menge eigentlich. Es kam gut was zusammen. 2398. Kann sich sehen lassen. Also 4000 heute gemacht. Ein paar tausend, 6000 ausgegeben oder so. Ist okay.